Great, thank you. I'm Hallo, danke. Ich bin Trevor Hudson. Ich nehme gerne Dinge auseinander. In diesem Talk rede ich über Apple Thunderstrike. Das ist eine EFI Rootkit für Apple MacBook. Der Talk hat mehrere Teile. Der erste Teil geht darum, wie ich das zurückingeniert habe. Der zweite Teil geht darüber, wie ich die Thunderstrike Bootrom Verwundbarkeit entwickelt habe, und der dritte Teil geht darum, wie man damit umgeht, dass man das besser löst. So, reverse engineering is a hobby. Reverse engineering ist mein Hobby. Eins meiner bedeutenderen Projekte ist die Firmware von einer Canon GL Kamera zurückzuarbeiten. Danke. I also really enjoy retro computing and digging through old. Ich genieße auch sehr, irgendwie mit alter Computerhardware rumzuspielen und zu sehen, was für Teile enthalten waren. Zum Beispiel dieser Mac SE, der hat unter anderem Fotos von allen Leuten, die daran gearbeitet haben, in der Firmware enthalten. Ich arbeite für Two Sigma, ein Hightech-Hedgefund in New York City, und die haben mich dabei unterstützt, das zu veröffentlichen und zu entwickeln. Ich möchte mich besonders bedanken bei den Leuten, die auf der Folie stehen. Warum ist ein Hedgefund interessiert daran, eine Verwundbarkeit für ein MacBook zu entwickeln? Wir haben große Sorge um unsere Sicherheit, und wir haben gehört, dass es Verwundbarkeiten gibt beim MacBook, dass es Attacken darauf gibt, und ich sollte meine Reverse Engineering Skills nutzen, um zu verifizieren, ob diese Attacken realistisch sind. Dann habe ich angefangen, mich darüber einzulesen und Präsentationen darüber zu lesen. Es gibt wirklich eine unglaubliche Menge an schon gehaltenen Vorträgen darüber. Und die, die ich jetzt abbilde, sind viele von denen, die mir geholfen haben, das anzugehen. Viele von denen haben sich von der Intel-Windows-Seite genähert, und nur sehr wenige haben auf dem EFI oder Thunderbolt-Seite angesetzt. Die erste interessante war die Black Hat-Präsentation. Die hat mich auf die Idee gebracht. Das Erste, was du machen musst, ist, du musst erstmal an das System rankommen, um zu sehen, was da ist. Und Apple benutzt diese neuen Pentalobe-Schrauben. Die sind wirklich sehr hart, um ranzukommen. Ich habe es auf die alte Methode gemacht und habe dabei ziemliche Unordnung angerichtet. Man kann aber auch einfach einen anständigen Schraubenzieher dafür kaufen. Wenn man dann drin ist, dann sieht man, wie schön Apple das wirklich gelayoutet hat. Und sie haben wirklich sehr viel Wert auf die Ästhetik dabei gelegt und das Layouten selbst. Sie sehen hier das Wi-Fi, den Rahmen, die CPU, beim Boot-Prozess wird dann am Schluss. Ich möchte mich über das Boot-ROM und solchen unterhalten. Das ist der Attack-Vektor, den ich benutze. Hier habe ich einfach reingezoomt. Wir sehen hier die Teilnummer. Die haben wir dann das Datensheet dafür finden. Es ist ein 64 Mbit serielles Flash-ROM, ein EEPROM mit Flash Memory. SPI bedeutet, dass es bestimmte Kanäle hat. Es hat Daten in und raus und einen Schreibpin und eine Stromversorgung. Aber viele andere Leute, die das untersucht haben, benutzen den PassPirate. Das ist ein Logic Analyzer, der häufig benutzt wird. Man benutzt diese Testclips, um ihn anzuschließen, aber das Problem ist, dass der Buspirat sehr langsam ist. Es dauert Stunden, bis der ROM ausgelesen wird oder reingeschrieben wird. Und weil ich viel damit gearbeitet habe oder damit arbeite, habe ich einen SPI Flash Reader entwickelt. Der benutzt ein Arduino-ähnliches Gerät, und die ganzen Quellcode ist quellenoffen und kann heruntergeladen werden. Der kann innerhalb von Sekunden den ROM auslesen oder in wenigen Minuten ihn schreiben. Etwas, was wichtig ist: bitte die Batterie entfernen, bevor man den externen Programmierer dran setzt, sonst können unterschiedliche Spannungen auf den Stromlinien liegen, und das ist oft keine gute Idee. So, vor 2 Jahren, als Snare seine Arbeit gemacht hat, dann hat er gesehen, wenn er die
aber den ROM irgendwie verändert, dann startet es nicht. Und er vermutet, dass irgendwas eine Signatur auf dem Boot-ROM überprüft. Und das war sehr, hat mich sehr interessant gemacht. Wer überprüft diesen Check? Und das habe ich seinen Versuch wiederholt. Ich habe irgendwo einen kleinen Ein-Bit-Änderung gemacht und es hat die Maschine zerstört. Es konnte nicht mehr starten, es hat keine Geräusche mehr gemacht. Es kam von außen keinerlei Geräusche. Aber wir hatten die Unterseite, aber haben wir umgedreht und wenn man ihn startet, dann hat die Kühler kurz sich aufgedreht und wenige Sekunden später schalten sie sich wieder aus. Und das bedeutet, dass irgendwas den Arbeitsraum überprüft. Es könnte ein externes Datei-Hardware sein oder es könnte auch nur im Bootraum selber eine kleine Software sein. Und die Frage ist nur, was überprüft es? Wenn es nur die Software ist, dann können wir das vielleicht umgehen. Und der einfachste Weg, das auszukriegen, ist, den ersten Ausdruck, der ausgeführt wird, zu überprüfen. Und um auszukriegen, was das ist, müssen wir nochmal zurückgehen in die späten 70er oder die frühen 80er, in den 88-Prozessor. Und wenn ein moderner Prozessor startet, dann arbeitet er im 16-Bit-Modus und benutzt die größte physikalische Adresse und springt dann woanders hin, um die Initialisierung zu verenden. Okay, den Buspilot verendet, dann kann man anschauen, was in dem Teil des Arbeitsspeichers ist und wir finden, dass wirklich cached irgendwas und dann springt es. Wo eine andere Situation stelle im Arbeitsspeicher, um dort was zu machen. Okay, welche Adresse springt es zu? It just creates an infinite loop. Lass uns einfach eine endlose Schleife dort machen und dann dreht sich das im Kreis. Und als ich das auf den ROM draufgeflasht habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Kühler könnten wieder starten und wieder stoppen. Und dann würde irgendwas Externes den Arbeitsspeicher überprüfen. Oder der Kühler bleiben einfach am Drehen und dann wird das ein reiner Software-Check sein. Ich bin hier und darum ist es keine große Überraschung, was passiert ist. Die Kühler sind angeblieben. Also ein Bit Ausgabe ist. Und wir wissen jetzt, dass ein Signal gibt, was passiert. Und diese unendlichen Schleifen sind sehr üblich zum Reverse Engineering. Wenn man es irgendwo in den Code einbaut und wenn der Code dann aufhängt, dann bedeutet das, dass unser Code läuft. Und das bedeutet auch, dass es keine externe Hardware gibt. Hardware hatte früher ein Trusted Platform Modul auf ihren Platinen, aber sie haben es nie benutzt und haben es inzwischen entfernt. Okay. Kurze Wiederholung. Wir können den Arbeitsspeicherraum neu programmieren und wir wissen, dass keine externe Hardware ist, die überprüft, ob der ROM funktioniert ist. Irgendwas im ROM überprüft den ROM. Um zu schauen, wie der ROM organisiert ist, kann man auf die EFI-Spezifikation von Intel für diesen Firmware-Block schauen. Und dort gibt es ein Feld, das sich Signatur nennt. Aber es ist sehr einfach, das sind nur 4 Charaktere, unterstrich FVH und dann ist irgendwo eine Checksumme, aber die ist nur für den Header. Und das andere Interessante ist, in dieser Sektion ist dieser Zero-Vektor, der überhaupt nicht wirklich definiert ist, wofür der benutzt wird. Also, wir kommen darauf später nochmal zurück. Wenn ich einen Hexdump, und es werden jetzt ein paar Hexdumps in dieser Präsentation sein, wenn wir einen Hexdump der ganzen ersten Segments des ROMs machen, den ersten 64 Kilobytes machen, dann finden wir dieses Underscore FVH-Signatur sehr einfach und dieses Checksum für diesen Header. Und der Zero-Vektor dort oben ist nicht Nulls, es ist irgendwas drin. Diese 4 ersten 8 Bytes sind gleich, egal in welchem Firmware-Bereich. Aber die letzten Bytes verändern sich zwischen den unterschiedlichen Firmware-Versionen. Und das ist irgendwie interessant. Um herauszufinden, wo wir verschiedene Dinge im ROM finden, haben wir jetzt angefangen, nach Strings zu suchen, mit dem Strings-Programm selbst.
Wir haben Sachen gefunden, wie halt diese FVH-Signatur. Und dann gab es weiter unten einen String, der hieß ROM Integrity. Das klingt gut. Also, ich benutze jetzt Hopper, einen interaktiven Disassembler, um zu sehen, was in dieser Sektion im RAM steht. Ich muss mich gleich entschuldigen, es ist ein bisschen klein. Ich gebe die Snides-Felder frei, dann könnt ihr euch die anschauen. Wir sehen hier die Prüfsumme. Weiter unten sehen wir macht es etwas, einen Offset A in den Null-Vektor hinein. Eine Sache, die Hopper machen kann, ist, dass man Pseudo-Code kriegt für die Stelle, die man anschaut. Und das hier sieht aus wie ein Funktionsaufruf auf den Datenpart des ROMs. Dann vergleicht es diesen Teil des Nullvektors mit. Diese Funktion ist also sicher beteiligt an der Überprüfung der Validität dieser Signatur. Und jetzt benutzen wir Hopper, um in diese Funktion reinzusteppen und stellen fest, dass sie iteriert. Es greift dabei auf eine Tabelle zu. Rudolf hat vorgeschlagen vor ein paar Tagen, dass wenn man in diese zufälligen Hexwerte sieht, einfach mal in Google reinhauen oder eine andere Suchmaschine und man stellt fest, oh, diese Konstanten tauchen alle auf in einer Datei, die wir gefunden haben. Jetzt können wir schon raten, dass diese Funktion da CRC32 ist. Und jetzt können wir eine 1-Byte-Änderung in der Firmware machen und hoffen, dass wenn wir die Prüfsumme danach wieder ausrechnen und es draufflaschen, dass es dann funktioniert. Jetzt haben wir einen neuen Punkt auf dieser Folie. Es gibt also nur einen CRC32-Check, keinen kryptografischen Überprüfung. Das ist nur dafür da, dass man nicht zufällig einen Programmierfehler hat oder eine zufällige Änderung. Das heißt, man kann, wenn man will, den ROM ändern. Aber warum ist da eigentlich kein kryptografischer Check zur Bootzeit? Andere Forscher haben sich das angeschaut und haben gemeint, am Schluss, Flash-basierte ROMs werden nur überprüft, wenn sie geupdatet werden und nie wieder danach. Ein möglicher Grund dafür ist, dass es einfach eine Performance-Frage ist, dass man schneller booten kann. Aber man muss ja sowieso den ganzen ROM lesen. Insofern macht das keinen wirklichen Sinn. Das Problem ist, wenn man wirklich eine bösartige Software hätte, dann könnte sie einfach diese Überprüfung auslassen und einfach nur durch immer wahr ersetzen zum Beispiel oder durch einen vorgenerierten Hash. Nur wenn man wirklich spezielle Hardware hat, würde es Sinn machen, auf diesem Level das zu überprüfen. So, wo sind jetzt all diese Strings, die wir suchen? In den ganzen 8 MB dieses ROMs sind nur wirklich sehr wenige Teile, die sinnvolle menschenlesbare Strings enthielten, und die waren relativ weit vorne. Das ist relativ interessant, dass sie so weit vorne waren hier. Diese Region, wo keine Entropie war, da ist nichts, und im restlichen Bereich ist sehr hohe Entropität. Und das bedeutet entweder, dass es verschlüsselt oder komprimiert ist. Also wenn wir uns den ROM anschauen, welcher Teil davon anzuschauen ist, dann gibt es diesen Flash-Beschreibungsregion. Flash-ROM bedeutet, dass die BIOS von dieser Funktion bis zu der anderen Position ist. Okay, schauen wir mal, was am Anfang dieser BIOS-Region gespeichert ist. Also wir gehen zurück zu unserem Hex-Dump und sieht so aus, als sei ein Firmware-Image. Ein Firmware-Image-Datei-Sektion. Das heißt, es gibt 3 Bytes für den Link. Und der nächste Byte ist den Sektionstyp, zum Beispiel eine
Bootkompression mit was, das, was wir gedacht haben, und dann schauen wir zu der kompressierten Sektion Dokument in der Spezifikation, und die nächsten 4 Bytes sind die unkomprimierten Link. Dann das nächste Byte ist der Kompressionstyp, und wenn der Typ 2 ist, dann ist das irgendwie nicht definiert in der Spezifikation. Okay, das ist ein kleines Problem. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die nächsten 4 Bytes in allen Firmware-Sektionen gleich ist. Okay, was ist, wenn wir irgendwas so sehen? Wir packen es mal in die Suchmaschine und wir haben einen super Tipp für die Fund für die LZMA-File-Format gefunden. Um das zu verifizieren, kann man ein Tool wie DD benutzen, um die kompressierten Bytes, die ersten 9 Bytes überspringend, durch LZCAT dekompressieren und kein Problem von dem Dekompressionssoftware. Die Filegröße setzt sich aus, ist richtig mit dem im Header, und es sind wirklich menschenlesbare Strings. Die sind Gold wert, wenn man sucht. Insbesondere Printtext-Strings wie 0D und so weiter. Die erzählen einem, wie die Sachen innerhalb des Codes funktionieren. Wenn man sowas hat, dann ist es relativ einfach herauszufinden, was passiert. So, wir wissen jetzt, wie die Firmware-Teile komprimiert sind. Wir können eine neue Datei draufflashen nach einer neuen Komprimierung. Ich bin nicht der Erste, der das herausgefunden hat. Aber ich habe es noch nirgendwo sonst hingeschrieben gesehen. Jetzt ist es da draußen, sodass andere Leute sich auch diese Firmware-Volumes anschauen können. Vielen Dank. Also, warum können wir nicht einfach den Bootrom-Flash mit Software schreiben? Warum müssen wir diesen Hardware-Programmer benutzen? Es stellt sich raus, dass der Flash-Chip nicht direkt mit der CPU verbunden ist. Er hängt eigentlich an dem Platform-Controller-Hub und Zugriff wird über die Management-Engine geregelt. Wenn das System bootet, dann empfiehlt das UEFI-Forum, dass all diese Regionen so weit wie möglich gelockt werden. Dieser Lockdown verhindert Zugriff auf Konfigurationen dieser Dinge, und man braucht, kann nur durch einen Hardware-Reset entfernt werden. Das heißt, man kann auf diese Teile des ROMs nicht geschrieben werden. Aber wir wissen ja, dass Apple selber das schreiben kann. Die bringen ja regelmäßig neue Firmware-Versionen heraus, und die werden ja auch geschrieben. Es gibt diese nette GUI dafür, die sicherstellt, dass es die richtige Version für dein System ist, aber es stellt sich raus, dass es ein Command-Line-Tool gibt, das heißt Bless. Es nimmt das ASCAP-File, das in dem Image, was man runtergeladen hat, enthalten ist, und schreibt es auf die Systempartition. Und es setzt die EFI-Variable, und dies sagt dem EFI, dass es in einem Recovery-Mode-Boot gehen muss. Was steht jetzt da drin? Jetzt haben wir einen weiteren Blob, von dem wir rausfinden müssen, was da drin steht. Hexdumps, die wurden inzwischen viel zu sehr Teil meines Lebens, dass ich da einfach drauf starre den ganzen Tag, um zu lernen, was in der Maschine vor sich geht. Und wir können sofort sehen, dass da wieder unterstrich File-Volume FVH ist. Und jetzt stehen aber noch 50 Bytes vorne dran. Und, aber ganz am Anfang steht auch ein 50-Byte-Wert. Und die Volumengröße sieht man aber weiter an anderer Stelle. Und es gibt noch einen ähnlichen Wert, woanders im Header. Das ist die totale Größe, also die Gesamtgröße inklusive dem zugefügten Header. Was macht man, wenn man sowas sucht? Jetzt gibt es diese 16 Bytes ganz am Anfang. Dies ist eine GUI-Idee, also ein global eindeutiger Identifizierer. Die werde ich jetzt auch wieder einfach in die Suchmaschine hauen. Und wir haben mal wieder einen exakten Übereinstimmung in der Spezifikation von dem EFI-Header.
da stehen auch wieder verschiedene sinnvolle Werte drin, unter anderem die Headergröße und die Imagegröße. Aber jetzt sind extra 32 Bit am Ende des Hex-Files, die nicht da sein dürften. Schauen wir uns die mal genauer an. Es ist ziemlich hohe Entropie, nichts menschlich Lesbares, alles zufällige Werte. Aber möglicherweise ist das hier eine weitere GUI-D, also wieder ein eindeutiger Identifizierer. Wir googeln es und es gibt genau einen Treffer. Das ist ein Mailing-List-Post von vor 2 Monaten. Ich wünschte, ich hätte den viel, viel früher gefunden, der hätte mir viel geholfen. Und es beschreibt RSA 2048 SHA-Hash. Und dabei wird eine C-Struktur beschrieben, die relativ stark übereinstimmt mit dem, was wir gesehen haben. Also haben wir jetzt gerade eine ziemlich gute Idee, was eigentlich passiert. Also mein nächster Schritt wird jetzt einfach sein, das zu überprüfen, ob das stimmt. Das ist jetzt ein Perl-Programm geschrieben. Mir ist klar, dass das viele Leute schrecklicher finden als Assembler, aber hey. Das hier liest einfach das ASCAP, die ASCAP-Datei, die wir haben, extrahiert das Firmware-Volume, den RSA Public Key und die RSA Signatur. Und es benutzt dabei den Default RSA Exponenten. Und vielen, vielen Dank an meinen Kollegen Viktor Duchovny, der vorgeschlagen hat, die Byte Order umzutauschen in Big Endian. Als wir das fertig hatten, haben wir angefangen, haben das Image gebaut und die Signatur war okay. Also wir haben rausgefunden, wie Apple seine Signaturen erstellt dafür. Jetzt wissen wir nicht nur, wie sie signiert werden, sondern wir haben auch schon realisiert, dass Bless die Signatur gar nicht überprüft. Es muss also irgendwas im Bootvorgang selber sein. Und jetzt als Warnung an euch, wenn man mit Bless eine nicht gültige Datei signiert und das dann auf sein System spielt, dann bootet die Maschine nicht mehr und man muss dann einen vollen Reset machen, um wieder an die Maschine überhaupt dranzukommen. Wo werden die Signaturen also wirklich überprüft? Es muss irgendwo in diesem Update-Prozess sein. Es könnte Hardware sein, klar. Es könnte die Management-Engine oder es könnte doch wieder Software sein. Also machen wir einen binären Grab, das ist ein Suchvorgang, und finden eine Datei im komprimierten ROM und wir sehen, dass es übereinstimmt mit allen dreien. Und wir schauen uns den Code an, der damit arbeitet. Und wir stellen fest, dass es die GUI, den eindeutigen Identifizierer überprüft, dass es die Dateigröße überprüft. Und dann wiederum finden wir eine Referenz auf die andere eindeutigen Identifizierer in eine Tabelle. Das ist jetzt interessant. Wenn wir jetzt weiter unten gucken im Code, dann sehen wir, dass es diese Firmware-Volume übergibt und den Inhalt als Funktionspointer mit dem Offset Hex 89 übergibt. Um das jetzt wieder herauszufinden, was das macht, gehen wir wieder in die Spezifikation und die geben uns keinen Offset, aber wir können einfach durchzählen und stellen fest, dass es etwas ist, das heißt Process Firmware Volume. Das nimmt die komprimierte Variante von diesem Firmware und im Prinzip mountet es einfach im Dateisystem und macht es anderen Funktionen zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir noch eine weitere Funktion gefunden, das ist Hex E. Das ist ein Dispatch. Das führt einfach den Code aus, den es in diesem Image findet. Okay, lass uns das einfach in Pseudocode übersetzen. Okay, es überprüft am Anfang den eindeutigen Identifizierer, dann verifiziert es die ASCAP-Signatur, dann führt es das aus und also mountet das Image und führt die Funktion darin aus und springt dann in diesen Flasher rein, der in dem ASCAP-File ist. Nachdem, was wir jetzt schon wissen, wissen wir jetzt, wie wir Änderungen an dem ROM machen können, um herauszufinden, wie man das genau machen muss. Eine Frage, die ich jetzt hatte, war,
Ist der RSA-Überprüfung die einzige Stelle, wo man dann was überprüft wird? Oder gibt es noch zusätzliche Hardware-Checks eventuell oder andere Software-Checks? Ich habe es jetzt einfach mal auskommentiert. And then I can generate a bogus SCAP file. Dann hat er ein Nonsense SCAP file generiert. Das ist keine valide SCAP Dateisignatur. So if I bless this SCAP, wenn ich das jetzt mit bless bearbeite und die Maschine blockt, dann wissen wir, dass es wieder eine Hardware Komponente ist, die das überprüft. Und wenn es dann trotzdem das Image drüber schreibt, dann wissen wir, dass es ein Software-Check war. Ihr könnt schon wissen daran, dass ich jetzt diesen Vortrag halte, was wirklich passiert. Und das ist jetzt schon ziemlich besorgniserregend. Das heißt, alles, was überprüft wird, wird durch Software überprüft. Es gibt keine Hardware-Verifizierung. So. Die Frage ist, können wir jetzt dort irgendeine Änderung machen, ohne dass wir das System intern zu... Wir müssen bis jetzt die Maschine öffnen und in den Arbeitsspeicher gehen und den anschauen, aber mit dem, was wir bisher gemacht haben, mit dem Thunderbolt-Port, könnten wir das vielleicht machen. Thunderbolt bringt den internen PCIe-Bus zu der Außenwelt. Und wenn der System startet und irgendwelche Memory-Geräte auf dem haben, schauen die, ob sie irgendwelche Optionsarbeitsroms haben, die ausgeführt werden sollen. Option-ROMs sind ein altes Feature, das zu dem ersten IBM-PC zurückzuführen ist mit einem Intel 88. Das BIOS war ein maskierter ROM und dann waren andere Optionen, wo weitere ROMs sind, wo Basic oder Gerätetreiber sind. Und der ISA-Expansionsbus konnten auch ihre eigenen ROMs haben, die auch geladen werden mussten in das BIOS. Und das ist ein Legacy-Feature, das sehr alt ist. Und wenn man das als Angriffsvektor macht, dann ist es nicht was eine neue Idee. John Heathman hat in 2007 bei Black Hat gezeigt, wie man eine Erweiterungskarte über eine Erweiterungskarte angreifen kann. Und die PCI-Device-Expansion-ROM ist sehr toll. Dann könnte man den OS-X-Kernel eine Hintertür einbauen. Das wurde 2012 gemacht. Und das ist immer noch drin. Wenn man so einen Thunderbolt-Adapter hat, mit Option-ROM-Exploit drauf und den System startet, dann kann man ein Firewall-Passwort machen. Ich habe es seitdem geändert zu einem Password 1, das viel sicherer ist. Okay, jetzt, also das Problem ist, dass dieser Optionsraum nicht auf den Flash speichern kann, weil sie in der DXI-Phase Gesboots geladen werden. Und der Flash wurde in der PEI-Phase blockiert. Aber außer dem Boot-ROM-Firmware-Updates, dann ist der Flash nicht blockiert. Und wir haben gesehen, dass der Flasher, Flash-Decoder mit 64 Core Mintmod ist, dann lädt das ROM-Upload-Plan auch in der DXE-Phase zusammen mit den Upload-Date-ROMs. Sind Option-ROMs auch dieser Firmware-Update-Phase geladen? Und wenn ich das ausprobieren wollte, ich könnte durchgehen und Reverse-Engineering durch den Code machen, aber das ist zu viel Aufwand. Darum bin ich in den infiniten Loop-Track gemacht. Ich bin in den Option-ROM gemacht, der einen endlosen Kreis endlose Schleife macht und die EFI-Firmware ist nur ein Thread und das hält die Maschine einfach an. Und wenn ich jetzt den Thunderbolt mit dem Infinite Loop Option ROM anschließe und die Maschine starte und nachdem das Datei kommt und wenn es in Firmware Update geht, dann ist das Option ROM nicht geladen während des Recovery Boots. Aber wenn die Ventilatoren einfach drehen und die Maschine kaputt erscheint, dann werden die Option-ROMs geladen und ausgeführt.
You guys know what the answer is. Ihr wisst, was die Antwort ist. Ja, Option-ROMs werden geladen, während es in diesem speziellen Startmodus ist. Aber nach der PI-32-Bit-Mod-Signaturcheck für das ESCAP-Datei, bevor der Option-ROM ausgeführt wird. Okay, gibt es eine Möglichkeit, diesen Check zu umgehen? Okay, wenn wir uns den Pseudocode nochmal anschauen von dem Flasher, Verifikation. Process Firmware Volume wird gerufen über einen Funktionspointer, der in Arbeitsspeicher ist, nicht im ROM. Das heißt, das Option-ROM könnte diesen Funktionspointer umspringen in einem Prozess, der nennt sich Hooking. Das heißt, wir können den Option-ROM modifizieren, diesen Process Firmware Volume zu hooken und mit seiner eigenen zu ersetzen und den alten zu speichern, dass man später wieder benutzen kann. Wenn man jetzt einen ausreichend großen Option-ROM hat und den ganzen Firmware-Exploit da drin hat, dann ist es fertig. Aber den Adapter, den wir benutzen, den Gigabit Ethernet Adapter, dann ist da nicht genug Platz drin. Also wir können keine 8 Megabyte RAM da reinschreiben. Aber was wir uns ausgedacht haben, ist noch interessanter. Wir können anstelle dessen einen RSA Public Key, den wir unterstützen, und den Process Firmware Volume Function sucht durch die Information, sucht nach Apples öffentlichen Schlüssel und dann kopiert unseren öffentlichen Schlüssel an seine Stelle. Und dann macht man den RSC32 und macht die alte Process Firmware Volume auf das neue modifizierte Abbild. Und wenn wir jetzt die Maschine starten mit den Thunderbolt-Device eingesteckt und der sendet Thunderstrike-Exploit, weil alles heutzutage Namen haben muss, dann starten wir die Maschine und hier ist der Exploit-Script, der läuft in diesem speziellen Start und wir kümmern uns nicht darum, ob das geheim ist. Und hier ist die normale Firmware-Update. Routine auf den Bootrom auf dem Mainboard. Und jetzt ist das unser System und wir können was auch immer ein Flash wir drauf machen können mit der Benutzung von Apples eigenen Flash-Tools. Also alle modernen Exploits brauchen natürlich Logos und Theme-Songs heutzutage. Wir wissen jetzt also, wie man um die komplette Flash-Sicherheit drumherum kommt und dadurch, dass wir diesen Schlüssel ersetzt haben, kann man dieses Image gar nicht mehr ersetzen durch Software, weil wir jetzt kontrollieren, was funktioniert und was nicht. So, wie würde man das jetzt im Ernstfall einsetzen, wenn man das wirklich benutzen will? Also sowas Ähnliches wie die NSA vielleicht. Die fangen einfach Hardware ab, machen kleine Änderungen und schicken es dann weiter. Die andere Attacke ist die Evil Maid Attack. Man geht zum Beispiel auf einer Konferenz, man geht im Hotel zum Frühstück und der Room Service kommt und macht das Bett und verpackt eine Backdoor in deinem Laptop und bringt dir neue Handtücher. Oder wenn man zum Beispiel internationale Grenzen überquert, also zum Beispiel haben amerikanische Gerichte bestätigt, dass es keinen Schutz für Bürger oder auch Nichtbürger der USA gibt, dass man deren Elektronik schützen müsste. Angeblich sind Laptops das gefährlichste Schmuggelgut, was es geben kann, und es gibt keinerlei Erwartung, dass das privat sein sollte. Diese Verwundbarkeit ist in so ziemlich jedem MacBook seit 2011 ungefähr, seit Thunderbolt das erste Mal aufgetaucht ist. Die Geräte vor Thunderbolt sind alle nicht betroffen.
Die haben auch maskierte ROMs, insofern sind die sowieso etwas schwieriger. Ihr habt vielleicht auch schon von Stuxnet gehört. Das wurde über geteilte USB-Medien verbreitet und hat es wirklich geschafft, in die vom Netz genommenen SCADA-Systeme verbreitet. Und es stellt sich raus, dass diese Thunderbomb-Devices von dem Bootcode überschrieben werden können. Sagen wir mal, du hast ein Thunderbolt-Ethernet-Gerät, das du mit den Maschinen in der Arbeit teilst. Dann kann das wirklich auch über Geräte hinweg überspringen. Also, alle MacBooks, modernen MacBooks, sind infizierbar und es kann sich viral fortbreiten. Ich habe jetzt mit Apple geredet und sie haben inzwischen auf den neuen Maschinen, die Mac Mini zum Beispiel und iMac Multiner, laden keine Option-ROMs mehr beim Upgrade-Prozess. Aber sie laden immer noch Option-ROMs durch den normalen Boot-Prozess und SNES-Attacke von 2012 funktioniert immer noch. Man kann immer noch den Kernel infizieren im Prinzip damit. Man kann eine Downgrade-Attacke auch fahren, dass man eine alte SCAP-File einspielt und dann von da aus weiterarbeitet. Thunderstrike 2 benutzt eine sogenannte Attacke, die heißt Dark Jedi Sleep. Gestern wurde die vorgestellt von Rafa und Quarry. Was sie machen ist, bei einem ACPI S3-Schlaf werden alle Lockdown-Bits auf Null gesetzt. Das heißt, es ist komplett offen. Und während dieser Zeit kann man alles machen im Prinzip. Alles läuft auf Ring Null. Es gibt keine Checks. Ich habe mir gestern Abend versucht, das noch zu machen, aber ich hatte nicht genug Clubmate, um es durchzuziehen. Also wartet auf ein Paper. Wenn Apple wirklich anfangen würde und wieder TPM-Hardware bei den MacBooks einbauen würde, würde das immer noch nicht zwingend helfen. Sie müssten die Treiber auch signieren. Und das ist in Zukunft auch vorgeschrieben, aber heute in der jetzt verwendeten Version ist das immer noch nicht. Und es ist alles so ein bisschen vage formuliert. Man sieht hier die Implementierung. Und es stellt sich heraus, dass dieser Pointer zum Beispiel nie null sein kann. Und es prüft einfach immer, es verifiziert immer jedes ROM, was ihm vorgesetzt wird und bringt also überhaupt keine mehr an Sicherheit. Also meine Geräte brauchen alle keine Thunderbolt Option ROMs. Insofern habe ich alle meine Macs so modifiziert, dass er diese Funktion auslässt und gar nicht mehr tut. Das heißt, interessanterweise kann man Thunderstrike jetzt gar nicht mehr benutzen, um Thunderstrike zu entfernen. Das heißt, die Truhe haben wir hinter uns zugeschlagen. Aber jetzt einen Lockdown auf dem Option-ROM zu machen, ist vielleicht gar nicht genug. Wie viele von euch hier haben sich schon mal mit dem Projektor verbunden hier und auch verifiziert, was das ist? Es gab auf der Black Hat ein Virus, der hieß Eloy Viper. Und der ist ein Fake-Adapter, der sich über einen richtigen VGA-Adapter mit dem Rechner verbindet und hängt dann direkt am PCI-Bus. Dadurch können Sie eine Thunderstrike-Attacke direkt auf der Maschine fahren. Ich glaube, wir brauchen einen Weg, um PCIe komplett abzuschalten auf Thunderbolt. Wenn man einfach nur was darstellen will, über Video oder so, dann sollte man eigentlich sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Das wäre eine Sache, die Apple in der Konfiguration ändern könnten. Genau wie jetzt, dass man jetzt zum Beispiel nicht von externen Medien booten muss. Und es sollte möglich sein, dass man einen Optionenraum so einstellt, dass man diese PCI einfach ausschaltet.
Letztes Mal wurde ausprobiert, manche Pins einfach auszulöten. Und es wurde überlegt, wie man ein ThinkPad dadurch stabiler gegen externe Angriffe macht. Und wenn man so weit geht, dann könnte man auch vielleicht temperevidentes Füllung machen. Zum Beispiel, wenn man diesen Nagellack drauf macht, dann kann man sehen, ob irgendjemand die Maschine geöffnet hat. Ja, auch beim letzten Hack, beim 30. C3 gemacht. Okay, wie schlimm könnte so ein Thunder Strike Bootkit sein? Okay, niemand schaut nach Firmware Rootkits on OS X. Es wäre von Anfang an in Kontrolle des Systems. Es könnte alles machen, was man mit dem Computer macht. Es kann nicht mehr Software entfernt werden. Bei dieser auch die RSA und die Update-Routine kontrolliert. Man kann OS X neu installieren und es wird immer noch da sein. Man kann die SSD austauschen, man kann es immer noch da sein. Man könnte den kompletten Laptop austauschen und es könnte immer noch über den alten Thunderbolt-Angriff wieder draufkommen. Es kann sich hinten verstecken durch Virtualisation oder Management-Funktionen. Und es kann viral über verteilte Thunderbolt-Geräte ausspringen und es ist problematisch für alle Modelle des Intel MacBooks mit einem Thunderbolt. Und es wäre nicht sonderlich kompliziert, das in einen wirklichen Angriff zu machen. Und ich glaube, dass man das sogar entfernt installieren kann, wenn man das mit dem Deep Jedi Kummer und mit Optionsroms innerhalb eines Systems baut, dann könnte man das möglicherweise nur mit einem Root-Exploit installieren. Auf dieser guten Notiz nehme ich jetzt ein paar Fragen. Und außerdem haben wir einen Workshop in HDC um 19.45 Uhr, um diese Firmware-Module reinzuschauen. Kurz nach der Präsentation. Thank you very much, Tremor. We have some time for questions. First, are there questions from the internet? Gibt's Fragen aus dem Internet? Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet. Wie viele Macs wurden für diese Präsentation zerstört? Okay, ich war sehr glücklich, sowohl in der magischen Laterne als auch mit dieser Maschine. Ich habe keine Geräte zerstört. Ihr könnt euch auch hinter den Mikros aufstellen, wenn ihr eine Frage habt. Zweite Frage aus dem Internet. Doch, keine zweite Frage? Anderes Mikro, bitte. Sehr coole Präsentation, vielen Dank. Wenn man von Thunderstrike betroffen wurde und man eine andere Firmware gebläst hat? Yes. Okay. Ja, man kann dadurch, dass man eine andere Firmware versucht zu installieren, das kommt zerstören. Aber man könnte das auch umgehen. Wenn zum Beispiel die Firmware umschreibt, dass es von einem Apple signierte Datei ist, kann man das einfach umschreiben. Man hat komplette Kontrolle über den Update-Prozess. Man könnte sogar sagen, dass das Update durchgeführt wird und danach wird es wieder ausgepatcht. Das ist sicher ist. Oder man könnte auch nur sagen, dass so tut, als sei das Update ausgeführt. Man hat komplette Kontrolle. So wie ich es verstehe, muss man ein UEFI-Upgrade auslösen, während der Thunderbolt dabei ist, oder reicht es nicht einfach nur ein Stück? Der Optionsarbeitsspeicher kann kein UEFI-Update machen, aber alles, was der Kernel machen kann, kann ich es einfach anhängen oder muss es während der Bootphase dran sein? Mit einem passiven Gerät wie den PCI Ethernet Adapter, dann muss es während der Bootphase sein. Also ich muss es wirklich neu booten. Und wenn es gebootet ist, dann kann man es problemarm an einen neuen Bildschirm anschließen. Aber es ist selten, dass Macs einen Fehler haben. Das heißt, es kann auch sein, dass man es halt nicht abmacht, während es am Monitor hängt. Besser in Zukunft dran denken. Also, diese Sache könnte sich verhindern lassen, wenn man Option ROM Siming anmacht, oder? Ja, klar. I believe so.
Awesome. Thank you. Microphone number 5. Hi, thanks for your talk. Danke für den Talk. Here in the back. Can you imagine, kannst du dir nicht vorstellen, dass es auch auf anderen Laptops funktioniert? Also mit PCI Option ROMs, auch auf nicht Apple Laptops? John Heisman's work was, ja, es gibt einen anderen, der hat PCIe Angriff mit einem programmierbaren Option ROM hat über verschiedene SCSI Controller und sind möglicherweise Problem, aber Evil-Made-Angriffe über ein MacBook, über Thunderbolt ist deutlich einfacher, als einen Laptop aufzumachen und dann ein neues Teil einbauen zu müssen. Okay, Mikrofon Nummer 1. Das würde also auch bei anderen Maschinen mit Thunderbolt funktionieren, so zum Beispiel die neuen Lenovos. Und wenn man das TPM ausmacht, wäre man dann verwundbar oder... Wenn jemand den privaten Schlüssel hat und es damit signiert, wäre man dann verwundbar? Ja, genau. Und wie Matthew gesagt hat, wenn man ein Secure Boot hat, die Option ROMs wirklich ordentlich signiert, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber ein Gerät mit Thunderbolt könnte trotzdem noch über einen Slot Screamer machen kann, was ein aktives PCI Evil Mate Gerät ist. Noch eine Internetfrage. Danke. Ich habe noch 2 Fragen. Die erste wäre, könnte man auch eine reine Softwarelösung finden dafür? Und die zweite ist, gibt es einen Weg rauszufinden, ob das ROM beschädigt wurde, beziehungsweise damit Schindluder getrieben wurde? Okay, also ich ist möglich, dass man eine Software schreiben kann, die BIOS-Updates machen kann, aber die Anzahl von Präsentationen, die Softwarefehler finden, insbesondere in BIOS-Updates, ich glaube, Software-Updates sind unwahrscheinlich. Und das war nochmal die zweite Frage. Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ROM noch okay ist? In meinem Proof-Concept ist es sehr einfach. Wenn es Fehler ist, dann ist da einfach ein neues Logo. Aber wenn man eine Waffenversion davon nimmt, dann könnte es sehr kompliziert sein, wenn man in einem 32, dann kann man schauen, ob man in einem bestimmten Modus schaut, ob man da was zu schreiben kann, oder man kann das Gerät in virtuelle Maschine booten und man könnte einen anderen Control-ROM schauen, der ordentlich aussieht. Fehlen Ihnen irgendwelche Features, wenn man das ausmacht, dass man Option-ROMs lädt? Nein, es gibt die Möglichkeit, also der Ethernet-Adapter-Driver, der ist von Anfang an vorinstalliert, das heißt, der Option-ROM ist ist inzwischen weitestgehend unbenötigt. Zwei kurze Fragen. Sie haben gesagt, dass man diese Glass benutzen muss, um die Firmware zu machen muss. Das heißt, ich muss immer mein Passwort setzen, bevor ich... Nein. Das Firmware-Passwort wird überprüft, nachdem Option-ROMs geladen werden. Das heißt, es ist ein viel einfacher Angriff. Option-ROM kann ganz einfach das Firmware-Passwort überschreiben. Und den anderen Punkt in der Frage... Der Optionsraum muss nicht wirklich OS 10 booten. Man kann eine Variable setzen und dann ein Recovery-Reboot machen vom Optionsraum. Man kann da beliebige Sachen mitmachen. Mikro 3. Glauben Sie, dass eine Open-Source-Lösung dafür gefunden werden kann? Open-Standard-Solution would be able to avoid, würde das dieses Problem eventuell verbessern oder lösen? Haben Sie schon mal Richtung Core Boot geschaut? Oder? Ich glaube nämlich, dass das nicht gegen diese Attacken verwundbar wäre. Ich habe noch nie mit Core Boot gearbeitet, also weiß ich es nicht. Aber generell, lassen wir uns nochmal reden drüber nachher. Wir sollten miteinander reden. Aber ich glaube, dass Open Source für den frühen Boot sehr wichtig ist, sowohl das zum Überprüfen, ob man das System macht, was wir denken, dass es macht. Darum bin ich sehr froh über Bunnys Laptop, wo alle Sachen Quellen offen ist, dass wir verstehen können, wie alles funktioniert.
So we are running a bit out of time, so please keep your questions and possible the answers short. Bitte jetzt die Fragen und Antworten etwas kürzer halten. Sie haben gezeigt, dass das Firmware-Update nicht nur die Signatur, sondern auch den öffentlichen Schlüssel enthält. Was passiert, wenn Sie den öffentlichen Schlüssel austauschen und dann eine andere Signatur erstellen? Haben Sie das ausprobiert? Ja. Ich habe in der Präsentation dann nicht geschaut, ich habe ein Paper geschrieben, das bald rauskommt, das in viel mehr technische Details geht. Der öffentliche Schlüssel in der Signatur ist ignoriert. Da kann man reinschreiben, was man möchte, es ist total egal. Der öffentliche Schlüssel ist im Bootraum gespeichert. Es gibt 5 Public Keys da drin, aber nur ein Schlüssel wird überhaupt geleihen. Nur dieser Schlüssel wird benutzt, um die Signatur zu überprüfen. Mikro 2. Haben Sie schon mal andere Angriffsvektoren angesehen, außer Thunderbolt, die PCI Express Leaks öffnen? Nein, habe ich nicht, aber ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, der mal reingeschaut hat. Can I launch this attack from another MacBook with Kann man diese Attacke auch über einen anderen Mac mit einem Thunderbolt-Kabel absetzen? Das ist eine interessante Frage. Ich habe da nicht reingeschaut, ob man Target Drive Boot, ob man es faken kann. Möglicherweise. Das könnte billiger sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht wirklich reingeschaut in den Teil der Firmware. Yes, you said that Sie haben gesagt, dass mit Ihrer Verwundbarkeit könnte man auch die Tür hinter sich zuschlagen. Kann man das nicht nutzen, um alle MacBooks sicher zu machen? Wenn irgendjemand einen Thunderbolt Ethernet Adapter ausleihen möchte, dann... Okay, im Moment mein Proof of Concept hat ein paar Sachen, die noch nicht ordentlich funktionieren. Und ich habe überprüft, dass der Exploit funktioniert gegen andere, aber ich habe nur ein MacBook implementiert. Das heißt, wenn Sie einen von dieser Version haben, dann können wir es gerne mal ausprobieren. Also ich wundere mich jetzt, nachdem die Option-Runs nur beim Boot geladen werden und man kann ja nachher dann das mit Firmware-Passwort verhindern. Sie haben gesagt, man kann das Option-Run dann trotzdem noch schreiben, früh im Bootprozess. Haben Sie schon mal versucht herauszufinden, ob das vorher passiert? Möglicherweise. Wahrscheinlich, wenn man ein sauberes System hat, dann könnte man den Optionenraum rauslesen und ob da der Exploit drauf ist. Aber sobald das System infiziert ist und es ausreichend geheim ist, dann könnte es diesen Versuch, das auszulesen, erkennen und eine zweite Frage. Es gibt viel interessante Arbeit mit Thunderbolts und DMA-Angriffen. Wie gut funktioniert VTT bei dem? Und es ist nicht klar, dass es so viel Verteidigung bietet, wie man sich vorher gedacht hat. Es geht irgendwie um Virtualisierung. Bitte vergeben Sie, wenn das jetzt eine dumme Frage ist, aber könnte ein Hersteller uns schützen gegen diese Attacke durch Zeit-Timing-basierte Signatur? Tests, dass man die Zeit festhält, dass man die misst beim Booten und das dann vergleicht? So, dass wenn ein Angreifer seine Firmware das hochlädt, dass er dann auch den Side-Channel mit emulieren muss? Zum ersten Teil der Frage glaube ich nicht. Da braucht man wirklich einen Tick und das konnte diese Funktion umgehen. Und andererseits könnte man das System zum Beispiel virtualisiert starten oder man könnte den Timestamp-Counter verändern. Ich meine, es ist in Rings 0, da kann man alles machen. Thank you. Another question from number 4? Just very, two very short questions. So, weitere kurze Fragen. The one was to verify again. You said the current iMacs and Mac Minis are not affected. Die neuen iMacs und Mac Minis sind nicht betroffen und die neuen Macs werden es wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja.
Okay. Apple hat einen Fix produziert und in der aktuellen Mac Minis und iMac Retinas werden die gesendet, das gegen diesen Proof of Concept schützt. Aber es gibt immer noch ein großes Loch bei den Option ROMs. Andere Thunderstrike-Versionen könnte es angreifen. Und die zweite Frage war, proprietary TPM-Modules würden proprietäre TPM-Chips helfen? Oder, also die wurden ja früher kritisiert dafür. Glauben Sie, dass die helfen würden? Oder do they have any drawbacks? Oder ist da irgendein Nachteil dabei? Oder glauben Sie, es ist besser, einen TPM-Chip drin zu haben oder nicht? Okay. TPM ist vielleicht nicht das beste Wort dafür. Manche Systeme haben so eine Art von Co-Prozessoren oder Hardware-Geräte, die Main-CPU immer wieder zurücksetzen, bis sie eine ordentliche Verifikation von einem Bootrom durchgeführt haben. Das ist wirklich notwendig, um diese Angriffe zu entdecken. Es gibt eine große Anzahl von Papieren, die, wie man TPM oder sicheren Boot umgeht. Aber ich bin mir insofern nicht sicher, wie gut proprietäre TPM während irgendwelche Open Source Funktionen wirklich funktionieren würden. Letzte Frage. It's not that I can't leave my computer in the room. I can't leave any of my Thunderbolt devices. Nur um sicher zu gehen. Also ich darf nichts einfach rumliegen lassen, oder? That's a great point. Ja, das ist ein großartiger Punkt. Man sollte die Thunderbolt-Geräte immer auch mit dabei haben, genauso wie den Computer. Und nachdem wir das jetzt wissen, wäre es theoretisch möglich, dass wenn ich Code ausführen kann von dem Thunderbolt-Device, könnte ich darüber auch Tests ausführen. Könnte ich ein Thunderbolt-Device herstellen, das das dann rausfindet? Ja, das ist möglich, außer du wurdest schon gehit und dann wird der Option-ROM einfach nicht geladen. Alle von meinen Maschinen wurden dagegen geschützt, die booten keine Option-ROMs. Das ist eine der Sachen, die... Es wäre toll, wenn es eine Konfigurationsoption wäre. Ey, mach das hier nicht. Wenn es nicht ausführt, dann weiß es ja nicht. Okay, wenn die Option jetzt eine Möglichkeit hat, dass es nicht ausgeführt wird, okay, möglicherweise. Gut, noch eine Runde Applaus für Herzen.